Ja, willkommen zurück zu Medizintechnik 2 und heute ist unser Thema Ultraschall. Nun, was haben wir alles über Ultraschallbildgebung zu sagen? Also, zuallererst wollen wir uns so ein paar Anwendungen von Ultraschall anschauen, jenseits der Medizin. Dann kommen wir auf den Fokus Medizin und sehen uns auch noch die Physik der Schallwellen an, bis hin zu den verschiedenen Bildgebungsverfahren. Und dann wollen wir noch ganz kurz über Sicherheit in Ultraschall sprechen. Nun, wo wurden Ultraschall denn so am meisten eingesetzt? Viele von euch kennen es vielleicht von Sonar her, dass man eben auch nimmt, um die Meere zu erkunden. Tatsächlich, eine der weitesten Verbreitungen von Ultraschall ist eben in der Sonar-Bildgebung, wo man eben nutzt, um sich im Meer zurechtzufinden. Und natürlich kann man das zum Beispiel heutzutage für die Fischerei einsetzen. Und das Ganze hat natürlich auch einen etwas martialischen Hintergrund. Diese Technologie wurde als erstes eingesetzt, um gegnerische U-Boote im Krieg zu finden. Das Ganze geht im Wesentlichen zurück auf das Prinzip der Echolokation, was wir ja auch von Fledermäusen kennen, die eben diese hochfrequenten Impulse aussenden, dann das Echo hören können, haben extrem gute Ohren und dadurch eben ihre Beute lokalisieren können, die sie dann eben in der Dämmerung fangen und fressen können. Wir setzen unseren Ultraschall medizinisch ein. Und die Idee ist hierbei eben mit Schallwellen in den Körper einzudringen und uns das Echo anzuhören. Und damit können wir völlig ohne ionisierende Strahlung in den menschlichen Körper hineingucken, dass hier zum Beispiel die Organe vermessen. Die Anwendung, wo es die meisten von euch wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen haben, ist natürlich bei den Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen, weil wir hier natürlich dem Fötus beim Wachsen zusehen können und uns davon überzeugen, dass während der Schwangerschaft alles gut abläuft. Natürlich gibt es auch verschiedenste andere Anwendungen. Hier zum Beispiel können wir das Herz visualisieren, also auch eine Standardanwendung, dass wir uns angucken, ist mit der Pumpfunktion des Herzens alles in Ordnung und auch das geht ohne ionisierende Strahlung. Ultraschall ist eine der weit verbreitetsten bildgebenden Modalitäten. Sie ist auch nicht so sonderlich teuer, weswegen sie eben sehr, sehr weit verbreitet ist und wir können sehen, was wir auch später uns angucken werden, sie ist auch miniaturisierbar. Das heißt, Ultraschall kann man sogar so weit miniaturisieren, dass wir das Ganze mit in einen Rettungswagen nehmen können. Wo wird es eingesetzt? Schwangerschaft haben wir schon erzählt. Gynäkologie, natürlich zur Beurteilung des Magen-Darm-Trakts. Das Herz kann man vermessen. Wir können Blutgefäße beurteilen, zum Beispiel Verengungen finden oder Aussackungen und natürlich den Blutfluss messen. Also viele medizinische Anwendungen. Eine sehr weit verbreitete Modalität. Nun schauen wir uns mal an, wie das sich in der Medizin verhält. Wir haben damit eine Modalität, die eben hochfrequente Tonwellen einsetzt, um die Echos wieder messen zu können. Also ähnlich wie wir es bei der Echolokation einsetzen oder halt beim Sonar. Wir wollen irgendwie herausfinden, was ist in den tieferen Gewebeschichten vorhanden und das können wir durch den Einsatz von Schallwellen tun. Es gibt natürlich verschiedenste Frequenzen an Schallwellen von Infraton, also sehr niedrigen Frequenzen zwischen 0 und 16 Hertz, die hörbaren Frequenzen, die zwischen 16 Hertz und 20 Kilohertz liegen. Also das ist das, was das menschliche Ohr tatsächlich auflösen kann. Etwa bis 8 Kilohertz finden Sprachereignisse statt. Alles darüber sind tatsächlich dann nicht mehr vom Menschen gemachte Sprechen, sondern beispielsweise Musik oder andere Geräusche, die in der Natur vorkommen. Und alles über 20 Kilohertz spricht man von Ultraschall. Beim medizinischen Ultraschall sind wir in der Größenordnung von 1 Megahertz bis 40 Megahertz, die tatsächlich eingesetzt werden. Ja, wie kam es von der Entdeckung bis zum ersten klinischen Scanner 1880? Die Entdeckung des piezoelektrischen Effekts, der also wesentlich ist, um überhaupt diese Schallwellen zu erzeugen. Dann 1920 die ersten ultraschallbasierten Distanzmessungen in Wasser, Sonar. 1933 die ersten therapeutischen Einsetzungen von Ultraschall, mit dem man quasi dann über den Schall- und Resonanzkatastrophe entsprechende Steine zum Beispiel zerstören kann. Und 1952 die ersten 2D-Pulsechobilder, 1953 die ersten Brustbilder, die durch Ultraschall erzeugt wurden, dann schon 1957 der Einsatz am Herzen mit dem entsprechenden Motion Mode, wo wir quasi die Veränderung über die Zeit sehen können, und dann auch 1957 die ersten Dopplerbilder, bei der wir quasi Fluss vermessen können
über den akustischen Doppler-Effekt. 1958 die ersten Ultraschallscanner, die dann tatsächlich im standardklinischen Einsatz eingesetzt wurden. Ja, wie sieht's aus mit der Physik? Nun, wir haben Wellen, die sich eben ausbreiten in einem periodischen Prozess. Und wir haben jetzt im Prinzip zwei Arten von Wellen, die wir unterscheiden können. Dies ist natürlich davon abhängig, in welche Richtung sie sich ausbreiten. Dazu gibt es transversale Wellen und Longitudinalwellen, wobei wir hier jetzt bei den Schallwellen Longitudinalwellen haben, deren Schwingvorgang also in Ausbreitungsrichtung vorliegt. Das passiert durch die periodische Kompression des Mediums, in dem die Ausbreitung stattfindet. Und tatsächlich finden wir das typischerweise in Flüssigkeit, Gasen. Und dort gibt es nur longitudinale Wellen. Solche Tonwellen kann ich charakterisieren einmal mit der Frequenz. Das ist also die Zahl der Oszillationen pro Sekunde. Dann die Ausbreitungsgeschwindigkeit V, die wir in Meter pro Sekunde messen können. Und die ist unabhängig von der Frequenz und hängt davon ab, in welchem Medium ich mich befinde. Und ich kann quasi die Ausbreitungsgeschwindigkeit mit der Zahl C, mit der Frequenz, in Bezug setzen. Und diese Ausbreitungsgeschwindigkeit hängt natürlich von den Materialeigenschaften ab, im Wesentlichen von der Elastizität und der Dichte des Materials. Die Wellenlänge kann ich in Metern messen und das ist die Distanz zwischen zwei Maxima der Oszillation und die kann ich dann wieder in Zusammenhang mit der Frequenz setzen, wenn ich quasi die Zahl C kenne und das liefert dann die fundamentale Wellengleichung und das ist nichts anderes als dass die Wellenlänge ist gleich C durch die Frequenz. Wichtig ist noch die Intensität und das ist die akustische Leistungsdichte und die kann ich quasi angeben als Watt pro Quadratmeter. Hier nochmal zur Visualisierung von solchen Schallwellen. Ich kann mir das also so vorstellen, dass wir alle Teilchen in dem Medium quasi mit so kleinen Federn verbunden sehen. Und wenn ich jetzt quasi von oben hier drücke, dann werden über die Federn die anderen Plättchen in Bewegung gesetzt und wir sehen quasi eine Ausbreitung dieser Longitudinalwelle entlang der Richtung, in die ich eben gedrückt habe. Und hier das Ganze nochmal über die Zeit aufgelöst, wo wir jetzt quasi an einer Stelle drücken und dann sehen können, wie sich das Ganze nach unten hin über die Zeit verändert. Wir drücken also in der obersten Zeile, sehen dann den Effekt des Drückens, wie sich vorne die ersten Federn stauchen. Und wenn wir dann schon vorne gar nicht mehr drücken, dann wandert eben diese Kompression weiter vorwärts bis hin eben zu dem Punkt, an dem die Welle zu dem jeweiligen Zeitpunkt kommt. Die Ausbreitung kann ich an der Schallgeschwindigkeit messen und das ist im Wesentlichen der Fortschritt der Welle geteilt durch die jeweilige Zeiteinheit. Eine wichtige physikalische Gegebenheit von Schallwellen ist die sogenannte akustische Impedanz und die akustische Impedanz kann ich messen in Gramm pro Zentimeter Quadrat durch Sekunde und das ist letzten Endes eine Materialeigenschaft, die uns quasi Rückschlüsse über das Medium gibt. Und diese akustische Impedanz Z kann ich berechnen als Quadratwurzel aus E der Elastizität mal D der Dichte des Mediums. Und das Ganze haben wir hier auch mal aufgezeichnet für verschiedene biologische Materialien. Und wir sehen, dass zum Beispiel Luft eine sehr, sehr niedrige akustische Impedanz hat und auch eine vergleichsweise niedrige Ausbreitungsgeschwindigkeit von etwa 300 Metern pro Sekunde. Und wenn wir jetzt weitergehen in Fett, Wasser, Gehirn oder Muskeln, dann sehen wir, dass hier sowohl die Ausbreitungsgeschwindigkeit als auch die akustische Impedanz ungefähr in derselben Größenordnung liegt, aber deutlich höher, Größenordnung höher als die, die wir in Luft finden. Und wir sehen auch, dass wir nochmal einen deutlichen Anstieg in der Ausbreitungsgeschwindigkeit als auch in der akustischen Impedanz in Knochen sehen, wo wir hier ungefähr einen Faktor 4 nochmal höher liegen als bei den Muskeln. Nun, wozu brauchen wir die akustische Impedanz? Diese ist wichtig, um die Reflexionseigenschaften im Gewebe bestimmen zu können. Und zwar können wir sehen, dass quasi die Energie, die eben hineingeht und dann reflektiert wird, die kann ich in Verhältnis setzen. Und zwar kann ich dafür mit diesem Reflexionskoeffizienten R berechnen, dass ich quasi die Energie zurückreflektiert wird,
geteilt nehme durch die ursprüngliche Energie. Und die entspricht genau der akustischen Impedanz, voneinander subtrahiert, geteilt durch die Summe der beiden akustischen Impedanzen der unterschiedlichen Medien und das Ganze zum Quadrat. Wir sehen also hier rechts eine Reflexionsfläche zwischen dem Medium Z1 und dem Medium Z2 und sehen, wie viel der Energie an dieser Schicht wieder zurückreflektiert wird. Und natürlich wird dann der restliche Anteil entsprechend weitergegeben. Das ist also der Transmissionskoeffizient und der wird entsprechend analog bestimmt als ein Koeffizient, der mir eben angibt, wie viel von dieser Energie weitergegeben werden konnte. Interessant ist jetzt, dass ich diesen Reflexionskoeffizienten ausrechnen kann und wir haben das hier mal für die verschiedenen Materialien getan, entsprechende Werte auf den vorherigen Folien. Und dann sehen wir, dass quasi zwischen Gehirn und Knochen 43% der Energie reflektiert wird, wohingegen wir eben zwischen Fett und Muskel oder Fett und Niere wir relativ kleine Reflexionskoeffizienten haben. Aber bei Weichgewebe und Luft haben wir einen Reflexionskoeffizienten von 99,9%. Das ist auch der Grund, warum typischerweise mit diesem Gel gearbeitet wird, wenn wir solche Ultraschallaufnahmen machen. Wer das also schon mal mitgemacht hat, man bekommt so ein Gel auf die Körperoberfläche und auf den Schallkopf. Und das dient natürlich dazu, um möglichst Luft aus dem Messprozess herauszuhalten, weil jede Lufteinschließung uns quasi 99,9% Reflexion erzeugen würde. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da einen Übergang zwischen dem Sensorkopf und dem eigentlichen Körper möglichst luftfrei haben. Und dafür wird eben dieses Gel eingesetzt. Tja, wie sieht's aus? Naja, typischerweise sind ja unsere Oberflächen nicht exakt glatt. Also wenn eine Oberfläche exakt glatt wäre und ich würde jetzt hier eine Welle hineingeben, dann würde natürlich gelten Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und wir würden in eine andere Richtung die Welle entsprechend reflektieren. Nun, das ist tatsächlich nicht der Fall, weil wir typischerweise solche glatten Oberflächen im Körper gar nicht haben, sondern was vielmehr der Fall ist, dass wir so eine diffuse Reflexion haben. Das heißt, auch an Oberflächen, die quasi orientiert sind, kriegen wir immer noch eine Reflexion wieder zurück zu unserem Transducer, also zu unserem Sensorkopf. Und aus diesem Grund können wir dann tatsächlich auch Oberflächen messen, die eben nicht perfekt senkrecht zu unserem Schallkopf stehen. Ein weiterer Effekt, der auftritt, ist Streuung. Und tatsächlich haben wir Streueffekte von Partikeln, die ungefähr in der Größenordnung sind von unseren Wellenlängen. Wenn das passiert, dann tritt solche stochastische Streuung auf, wie wir es hier rechts sehen können. Und das wird typischerweise in bestimmten Materialien, die eben genau in der richtigen Wellenlänge sind, zum Beispiel in der Leber tritt das auf. Wir haben auch geometrische Streuen. Das tritt eben auf, wenn die Objekte deutlich größer sind als die Wellenlänge hier bei Gefäßen. Und es gibt auch noch Rayleigh-Streuung. Und das Ganze findet eben nur zu geringem Maße statt, aber zum Beispiel eben im Blut. Nun, was sind die wesentlichen Effekte, die eben passieren können? Es kann Reflexion auftreten oder entsprechende Streuung, die im sogenannten Speckelrauschen resultiert. Insbesondere tritt das auf bei Inhomogenitäten, die ungefähr in der geometrischen Größenordnung liegen, also da, wo die Objekte so groß sind wie die eigentliche Wellenlänge, mit der wir das Objekt angucken. Weiterhin tritt natürlich noch Schwächung auf. Also auch unsere akustische Welle ist nicht frei von Schwächung. Wir geben also Energie hinein und messen dann irgendwann ein Echo, aber das Echo hat natürlich eine geringere Intensität und auch hier unsere Schwächung folgt einem exponentiellen Prozess, der letzten Endes dadurch gegeben ist, wie tief wir in das Material eindringen und wie stark die akustische Schwächung durch unser Material ist. Die können wir wieder ähnlich uns vorstellen, wie wir es schon bei der Röntgenschwächung kennen, aber hier eben auf akustische Eigenschaften bezogen. Und auch hier sehen wir, dass eben die Schwächung letzten Endes eine Kombination ist zwischen Absorption und Streuung. Und die Absorption führt natürlich zum Erwärmen des Gewebes. Schauen wir uns ein bisschen den Effekt an der Schwächung und der Frequenz. Also unsere Schwächung ist abhängig davon, mit welcher Frequenz wir die Bildgebung betreiben. Und wir sehen, dass wenn wir eben hohe Frequenzen haben,
dann sinkt die maximale Eindringtiefe, weil die Schwächung ansteigt. Also wir können mit hohen Frequenzen nicht so tief ins Gewebe eindringen, deutlich höhere Schwächungen haben, wohingegen wir eben mit niedrigen Frequenzen deutlich tiefer eindringen können, bis zu 50 Zentimeter. Naja, typischerweise werden aber für die fetale Bildgebung 3,5 MHz eingesetzt und da haben wir ungefähr 15 Zentimeter, die wir eindringen können. Und bei entsprechend hohen Frequenzen, zum Beispiel intravaskulär, also bei Schallköpfen, die im Gefäß eingesetzt werden, also das sind wirklich sehr, sehr kleine Schallköpfe, die man über einen Katheter in den Körper einbringen kann. Dort haben wir dann Eindringtiefen von einem halben Zentimeter. Also wir können damit sehr, sehr gut die Gefäßwand untersuchen. Ja, wir sehen also, je höher die Frequenz, desto geringer die Eindringtiefe. Aber gleichzeitig, je höher die Frequenz, desto geringer die Wellenlänge, desto besser ist die Auflösung. Das heißt, wir können also mit hohen Frequenzen sehr, sehr gute Auflösungen erreichen, verlieren aber die Eindringtiefe. Das schauen wir uns gleich noch ein bisschen mehr Detail an. Ja, wir haben verschiedene sogenannte Transducer. Das sind quasi diese Schallköpfe, die gleichzeitig senden und empfangen. Also ist ein Receiver und ein Transmitter. Und deswegen nennt man das Ganze Transducer. Und diese setzen den piezoelektrischen Effekt ein. Dazu wird so ein Piezokristall in Schwingung versetzt über eine entsprechende Spannung. Damit dehnt er sich aus. Und wenn er quasi eine entsprechende Schwingung aufnimmt, erzeugt er wieder eine Spannung. Das kann dann dafür genutzt werden, um entsprechende Schallwellen zu empfangen. Wir haben typischerweise eine axiale und eine laterale Auflösung. Laterale Auflösung ergibt sich im Prinzip dadurch, wie weit wir quasi seitwärts auflesen können. Und das ist letzten Endes durch die Konfiguration des Arrays gesteuert, also wie wir unsere verschiedenen Transducer einsetzen. Die Tiefenauflösung, also die axiale Auflösung, ist quasi die Auflösung entlang des Ultraschallstrahls und diese ändert sich mit der Tiefe nicht, aber sie hängt eben davon ab, welche Frequenz ich einsetze. Schauen wir uns das nochmal im Detail an. Warum ist das von der Frequenz abhängig? Jetzt sehen wir uns mal hier zwei mögliche Objekte an, die wir detektieren wollen und wir sehen eben eine kurze Wellenlänge, also eine hohe Frequenz und unten eine lange Wellenlänge, also eine niedrige Frequenz. Und dann sehen wir, wenn die quasi reflektiert werden, dass im oberen Fall ich quasi die beiden Pulse noch unterscheiden kann, weil an zwei unterschiedlichen Stellen reflektiert wird. Ich im unteren Fall aber die beiden Wellen nicht mehr unterscheiden kann, weil die Längen einfach zu lange sind. Und das führt letzten Endes dazu, dass ich D nur dann auflösen kann, wenn es größer ist als die halbe Wellenlänge. Ja, wir haben ja schon diesen Trade-off gesehen. Also wenn wir hohe Frequenzen haben, bekommen wir hohe Auflösung. Aber wenn wir hohe Frequenzen haben, haben wir eben auch hohe Schwächungen und damit geringe Eindringtiefen. Das heißt, wir können Dinge sehr gut auflösen, wenn sie nah sind und Dinge nicht mehr so gut auflösen, wenn sie entsprechend große Eindringtiefen fordern. Das haben wir ja schon auf den vorherigen Folien in etwa gesehen. Hier jetzt verschiedene Objekte, die wir damit angeschaut haben. Und wir sehen, dass wir abhängig von unterschiedlicher Frequenz eben unterschiedliche Eindringtiefen ermitteln können und damit auch unterschiedliche große Sichtfelder rekonstruieren können. Natürlich gibt es verschiedene Bildgebungsmodi und diese Modi sind im Wesentlichen zu untergliedern in A-Modus, B-Modus, M-Modus, Doppler-Modus. Der A-Modus ist der Amplitudenmodus. Das ist der langweiligste, weil das eigentlich kein Bild ist, sondern nur einen einzelnen Transducer, also eine einzelne Zelle, eine einzelne Linie entlang des Körpers darstellt. Das ist also ein 1D-Signal, wo wir quasi nur eine Linie in den Körper messen können und das sehe ich eben entlang der Tiefe aufgelöst, wo irgendwelche Dinge reflektiert wurden. Das ist die einfachste Methode. Aus dem A-Modus kann ich dann die verschiedenen B-Modi-Bilder erzeugen. Das ist der Brightness-Mode. Hier will ich jetzt nicht mehr Schwingung das Ganze darstellen, sondern als Helligkeit. Und je nachdem, wie mein Schallkopf aussieht, ergeben sich damit unterschiedliche Geometrien. Zum Beispiel kann ich Fächerstrahlgeometrien, parallele Geometrien oder wie hier rechts dargestellt, solche typischen Transducer-Geometrien erzeugen, mit denen ich dann richtige 2D-Bilder erzeugen kann. Naja, und das führt dann zu den typischen Ultraschallbildern, wie wir sie hier schon die ganze Zeit gesehen haben. Hier nochmal verschiedene Ansichten des Herzens und daneben zur besseren Visualisierung nochmal die Anatomie des Herzens, dass man klarer sieht, wie die Bilder orientiert sind. Teilweise haben eben die Ultraschallbilder sehr starkes Rauschen, wodurch es manchmal schwierig ist, sich im menschlichen Körper zu orientieren, auch ist das Sichtfeld nicht so groß und man sieht es halt besser, wenn ich die Anatomie kenne, was auch einer der Gründe ist, warum Ultraschall als herausfordernde Modalität gilt, weil man sich eben sehr gut mit der Anatomie auskennen muss, um die Bilder richtig interpretieren zu können.
Der M-Modus, Motion Mode, der hat jetzt nochmal eine weitere Idee. Hier werden jetzt quasi verschiedene A-Scans über die Zeit visualisiert oder auch verschiedene B-Bilder über die Zeit und damit ergeben sich dann zeitaufgelöste Bilder, die man zum Beispiel zur Beurteilung von Schwingungen einsetzen kann. Hier zum Beispiel ein Hundeherz aufgenommen und wir können quasi über die Zeit sehen, wie die Kontraktionen stattfinden und damit lässt sich eben sehr gut beurteilen, ob diese regelmäßig sind und ausreichend. Und das kann ich quasi in dem unteren Bild sehen. Oben zum Vergleich nochmal die Anatomie gezeigt, also oben ein B-Bild, im unteren Teil des Bildes ein M-Bild. Ja, das bringt uns zum Doppler-Ultraschall und das setzt letzten Endes den akustischen Doppler-Effekt ein. Und zwar, dass sich die Wellenlängen verändern, je nachdem, ob sich etwas auf uns zubewegt oder von uns weg. Und dadurch ergeben sich eben Unterschiede in den Frequenzen. Und das erlaubt uns letzten Endes Fluss zu messen. Dazu wird der Doppler-Effekt eingesetzt. Und wir kennen das aus dem Sirene von einem Krankenfahrzeug oder auch in der Astronomie wird es eingesetzt, wo es zum Beispiel diese Rotverschiebung gibt, die eben zur Messung von Ausbreitungsgeschwindigkeiten eingesetzt werden kann. Oder halt hier beim Blutfluss. Und im Blutfluss sehen wir wie folgt. Wir sehen, dass wir quasi unseren Doppler-Effekt entlang des Gefäßes messen müssen. Das heißt, wir brauchen einen relativ steilen Winkel von unserem Transducer zu dem Blutgefäß. Und dann können wir sehen, ob eben das Blut sich auf uns zubewegt oder von uns weg. Und das kann dann typischerweise farbig kodiert werden. Das führt dann zum Color-Farbdoppler oder es führt zum Spektraldoppler, wo eben das Spektrum der verschiedenen Blutflussgeschwindigkeiten aufgetragen wird. Hier ein Beispiel von dem Spektraldoppler, in dem quasi ein Spektrum über die unterschiedlichen Blutflussgeschwindigkeiten aufgetragen wird. Und hier ein Beispiel für den Farbdoppler, den wahrscheinlich die meisten von uns auch schon mal irgendwo gesehen haben. Und hier kann quasi gezeigt werden, ob sich das Blut auf uns zubewegt oder von uns weg, was eben wichtig ist, um zum Beispiel Herzklappen zu beurteilen, weil man hier sehen kann, ob die Herzklappe richtig schließt oder ob es eben zu verwirbelnden Strömungen kommt. Wir wollen also klaren Einfluss und Ausfluss sehen, wenn wir das Herz beurteilen und wenn es dort zu Wirbeln kommt, sehen wir das sehr, sehr gut in dem Farbdoppler. Was wir hier gesehen haben, lässt sich natürlich in verschiedenen Dimensionalitäten betrachten. Wir haben also A, also Amplituden oder Motion-Bilder, die quasi 1D sind. Wir können dann in 2D B-Mode-Bilder oder herauffolgende Motion-Mode-Bilder als ganze 2D-Sequenzen uns zeigen. In 3D können wir dann mehrere 2D-Bilder zeigen oder es gibt sogar 3D plus Zeit. Das heißt, hier werden dann ganze Volumina pro Zeitpunkt aufgenommen. Dafür werden aber bestimmte Schallköpfe eingesetzt. Und tatsächlich ist diese 3D-Ultraschallbildgebung gar nicht so stark im Einsatz. Es gibt also nicht so viele Anwendungen, wo klar gezeigt werden konnte, dass man deutlich besser ist als beim 2D-Ultraschall. Nun sprechen wir noch ein bisschen über Sicherheit in Ultraschall. Sicherheit ist natürlich auch in der Ultraschallbildgebung eine wichtige Überlegung wert. Und tatsächlich kann natürlich auch Probleme entstehen, wenn wir quasi zu viel Energie in den Körper geben, der sich erwärmt und damit quasi das Gewebe denaturieren würde. Das tritt aber nicht sehr häufig auf. Wir geben gar nicht sehr viel Energie in die Gewebe ein und das ist kein wesentliches Problem. Allerdings gibt es natürlich auch solche highly focused Ultrasound Systeme. Da wird dann sogar Ultraschall eingesetzt, um mit vielen Translucern auf eine Stelle zu fokussieren, um an einer Stelle quasi zum Beispiel einen Tumor oder sowas zu verbrennen. Und da kann also Ultraschall sogar absichtlich durch entsprechende Erwärmung dafür sorgen, dass wir entsprechende therapeutische Effekte haben. Ja, und der andere Effekt, der auftreten kann, ist die sogenannte Kavitation. Durch den Ultraschall und das entsprechende Vibrieren können im Prinzip Gasbläschen entstehen. Und diese Gasbläschen sind natürlich nicht gut, insbesondere wenn diese Glasbläschen im Blutgefäßen entstehen. Und das ist quasi das andere Problem, das bei zu viel Einsatz von Ultraschall auftreten kann, Kavitation und Entstehung von Gasbläschen. Generell ist Ultraschall eine sehr, sehr sichere Modalität. Wir haben keine ionisierende Strahlung, es wird sehr, sehr breit eingesetzt und es gibt sogar Ultraschallsonden, die so klein sind, dass sie quasi handgetragen werden können, dass sie in die Handfläche passen und dann entsprechend mobil sind, zum Beispiel für den Einsatz am Krankenwagen. Und wir sehen also, Ultraschall ist sehr, sehr weit verbreitet, es ist eine sichere Modalität
und wir können sie sogar mobil einsetzen. Deswegen findet Ultraschall so weite Verbreitung. Natürlich ist Ultraschall nicht das Maß aller Dinge. Ein wesentliches Problem, das wir immer wieder mit Ultraschall haben, ist eben, dass die Bildqualität nicht so gut ist, dass die Orientierung etwas gewöhnungsbedürftig ist, weil das natürlich davon abhängt, wie ich den Schallkopf in der Hand habe. Wenn ich den drehe, kriege ich jedes Mal ein anderes Bild. Und deswegen gehört da auch ein bisschen Erfahrung dazu, mit so einem Ultraschallgerät richtig umzugehen. Also, wir sehen Ultraschall, weite Verbreitung, bisschen spezieller Einsatz, typischerweise abhängig vom Operator. Je mehr Erfahrung ich mit einem Ultraschallgerät habe, desto validere Messungen kriege ich natürlich auch hin. Und die weiteste Verbreitung ist der 2D-Einsatz, den wir typischerweise für viele diagnostische Fragestellungen haben. Okay, ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Das sind auch schon die wesentlichen Punkte, die wir zu Ultraschall besprechen wollen. Wir haben noch ein paar weitergehende Informationen im Skript, wo ihr natürlich auch noch mal gerne nachgucken könnt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuhören.